28. August 1749 mittags mit dem Glockenschlage 12 kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war günstig, sodass ich, nachdem die Hebamme mich hat fallen lassen, glücklicherweise doch überlebte. Ich wuchs zusammen mit meiner Schwester und 4 anderen Geschwistern auf. Mein Großvater war ein angesehener Schultheißer in der Stadt. Henschel Hans, kommst du Kartoffeln schälen? Johann! Johann Wolfgang! Johann Wolfgang von Goethe, komm sofort Kartoffeln! Wie man hört, nannte meine Mutter mich zumeist Henschel Hans. Meine Schwester und ich besuchten anfangs eine öffentliche Schule. Danach unterrichteten uns 8 Hauslehrer. Später verordnete mir mein Vater ein Jurastudium in Leipzig. Diesem Ersuch folgte ich. Da es mich jedoch zu höheren Künsten der Theologie oder Medizin hinzog, besuchte ich ab und an eine dieser Vorlesungen oder eine Überholdichtung. 1768 erlitt ich eine schweren Krankheit. Ich setzte mein Jurastudium erst später fort und ging bis zu meiner Genesung nach Hause zur Familie. Als es mir besser ging, beendete ich mein Studium in Straßburg und arbeitete dann als Rechtsanwalt in meiner Heimat Frankfurt. So bekam ich Wind von einigen Prozessen wie einem Prozess gegen eine Kindesmörderin. Nieder mit dem Kindesmörder! Hurra! Gestern! Töte es endlich! Hexe! Daraus wuchs dann die Inspiration, ein Werk zu schaffen, welches Jahrhunderte bestünde, den Faust. Zwischen 1772 und 1775 arbeitete ich dann an einer ersten Fassung, einem ersten Fragment des Faust. Man kennt ihn heute als Urfaust. Dies kostete mich, wie eben erwähnt, einige Jahre an kostbarer Zeit. Ich stand früh morgens auf, ging arbeiten und als ich spät abends wiederkehrte, setzte ich mich ans Schreiben. So schuf ich auch andere Werke wie Werther, Götz oder Clavigo. Ich begann außerdem meine Arbeit am Egmont. Nach vielen Reisen begann ich dann schlussendlich die Flucht von meinem neuen Wohnsitz Weimar aus nach Italien, wo ich bekannte deutsche Künstler wie Wilhelm Tischbein oder Karl Philipp Moritz traf. Oh, da kommt er ja. Ich habe ja keine Lust drauf. Meine lieben Gefährten, unsere gemeinsame Zeit in solch sorglosem Lande verstreicht viel zu mühelos. Ja, der Suff ist auch endlich wieder da. Ja, zu spät, da lebt er schon. Wir haben doch gar nicht bestellt. Wabern. Und du bist, war Ben. Oh, ja, okay. In dieser Zeit seit unserer ersten Begegnung erlitten wir viel Schönes, trieben manchen Schabernack und befriedigten manche Gelüste. Ja, da sagst du was. Der Sinne des Wortes meiner soll euch nur gedankt heißen. Meine Sehnsucht ersuchet euch. Yo, Digi, hör auf, so geschwollen zu reden! Oh, das ist ja schon fast Zöllner-like hier! Ist inzwischen auch lame in Rom. Lass weiter nach Neapel. Da habe ich noch ein paar Chicks auf Reserve, das ist geiler. Da machen wir uns schön. Aber bevor wir über das Fortgehen philosophieren, lasset uns doch ein letztes Mal unsere Krüge anheben und auf unsere inspirierende Zeit hier anstoßen. Prosit! Fernab von allen Verpflichtungen und der Einöde des Alltags brachte ich auch den Egmont zu Ende. Ich reiste quer durch Italien, durch Neapel, Sizilien und Rom, schuf Kunstwerke sondergleichen, nicht nur literarischer Art. Dies tat ich mit meinen verehrten Kollegen, die ich schon in Rom getroffen hatte. Jedoch kehrte ich in meine Heimat Weimar zurück. Ich schrieb dort noch einige Werke, lernte den Schriftsteller Friedrich Schiller kennen und schrieb auf dessen Zureden weiter am Fragment Faust. Ich erfand Geschichten dazu und baute die Grundgeschichte weiter aus. Hier lebe ich auch heute noch und erfreue mich meines Lebens. Faust 2 habe ich dieses Jahr, 1831, beendet. Mal sehen, wie es weitergeht. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.